Yeah, willkommen zurück zur nächsten Folge. Und ja. Lass mal gucken. Achso, eine Idee hatte ich eben gerade noch. Und zwar. Ja, da muss ich die Subsets mal anmachen. Ups. Habe ich da irgendwas rausgeholt? Egal. Mod. Bildcraft. Bild kostet auch nicht. Nicht doof. Bibliocraft wollte ich haben. So, da gab es nämlich so ein. Achso, wir wollten ja auch noch die Dings erstellen. Das machen wir dann auch noch gleich mit. Und unten wollte ich das herstellen. Dinnerplate. Sollte ich erstmal wieder ins Menü und da schmeißen wir das mal wieder rein. Häng davon aus. Dann habe ich da 4. Habe ich irgendwie das Bett nicht mehr richtig gemacht? Egal. Dinnerplate. Da, machen wir 2. Eigentlich wollte ich nur eine. Und irgendwas zu essen, was wir da reinlegen können. Ich glaube, ich mache Cookies. Oder hole Cookies. Da habe ich hier drin. Das Glas ist aber auch komplett leer. So, und dann noch die Schränke. Dum, dum, dum. Bin ich jetzt blind? Ach ne, wir waren zu weit vorne. Turek, ne. Shelf. Das ist auch schön, Desk, ne? Aber das wollte ich nicht. Potion Shelf. Dass die nicht gemacht hatte? Ne. Die hatte ich gemacht. Machen wir da auch wieder. Hallo? Ach, randomly filled with books, but... Oh Gott. Warum zeigst du mir die dann an? Bookcase. Oh, Bookcase, ne? Ja. Wird nun ganz sicher gehen. Ach nö. So. Machen wir so ein kleines Bücherschränkchen. 2 Stück. Und 2 noch mit Dark Oak. Ach, hier die. So. Und die machen wir am besten dahin. So, einfach so. Da können dann Bücher rein, wenn ich hier mal rauskomme. Bin ich ganz so doof, da rauszulaufen. Schlimm. So. Ach doch, da. War gerade blind. Ich habe die gerade gesucht. Kommen wir auch hier hin. Ich merke schon, der Raum ist ein bisschen größer. Ach, das ist schön. So, dann die Plate noch. So. Nein. Kann ich dann nichts drauflegen? Kann ich die Cookies da drauflegen? Lol. Lol. Ach, man kann sie auch aufsetzen, das ist ja schön. Und landen optisch.
Deswegen brauchen wir mehr Bücher. Ein bisschen der Bär nicht aus, ne? Also die Plate war schon schön. Ja, man kann sie noch runterholen. Na, lassen wir eine leere Plate drauf. Dann doch keine Cookies. Kommen die wieder da rein. Ja, das wollte ich nicht. Weil normalerweise, das kann ich dir zeigen, wenn es doch schon unten rumsteht, kann man da auch was reinlegen. Das geht auf den Tisch, nicht wegen der Mechanik. Da. Gut. Hier das verwandeln wir mal schnell zurück. Hallo? Mechanik von Minecraft irgendwie? Jetzt. Gut, der eine will nicht zurückverwandelt werden. Damit. So. Paintings wollte ich machen. Aber da mache ich normale Bilder rein. Nee. Wie war denn das sonst? Wie hieß denn das? Ach, wir sind noch beim... Ich bin doof. Jetzt hab's jetzt mal wieder aus. Kann ich jetzt Paintings reingeben? Ja, hier. Painting. Dann nehmen wir mal die ganz stinknormalen, weil die verschiedene Größe haben können. Die von Bibliocraft sind ja irgendwie nur einmal eins. Also ein Block groß. Weiß ich, ob man die vergrößern kann irgendwie. Aber wir wollen ja hier ein bisschen was Schmuckes. Oh. Na, haben wir da noch eins hin? Da? Nee. Na, jetzt beginnt das mit dem. Nee, Minecraft, warum machst du das so scheiße? Boah, machen wir es so. Nee, hier passt das aber nicht ganz. Muss das da auch anders? Nee. Na, machen wir so, zweimal dasselbe, ist egal. Sieht doch gleich ein bisschen freundlich aus. Nehmen wir noch ein paar aufhängen. Haben wir auch so. Ui. Ja. Dann über dem Bett. Nee. Nein. Oh Gott. Alter. Ich will uns... Na gut, das geht auch noch. Wollte eigentlich so ein 2x1 Ding haben, aber okay, 2x2 ist auch schön. Oder ist noch größer sogar, ne? Ja, 4x3 ist das. Ne, 4x2. Egal. Haben wir das auch. Da freut sich die Laura in ihrem blauen Zimmer, so eine schöne Bilder zu haben. So. Wir machen aber noch ein paar. Ein paar wollte ich da noch hinhängen. Eine Buch, das könnten wir auch mal wieder. Das Ding da zurückpacken. Na. Guten Tag. Ach ne, hier wollte ich ganz rein. Hier wollte ich noch eins an. Da drüber. Nee, das machen wir mal nicht. Doppelt. Geh weg. Ja, schön, da freut sie sich. Hier so Spinnenbilder. Ist doch super. Finde ich genial. Na, du sollst da jetzt ein 1x1 Bild reinmachen, bitte. So. Geht doch. Perfekt. So. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, die Treppe, die muss ich auch noch bearbeiten. Ist das hier Carpenters? Ja. Das ist nervig, dass man immer hängen bleibt.
Carpenter-Treppe bitte. Brauchen wir, glaube ich, noch eine. Zwei. Einmal Nature Bricks bitte. So. Du kommst her. Ich muss mal kurz die Nether Bricks verwandeln. So. So. Ah, ich brauchte mal eine. So. Wenn man den Mist nicht mehr hängen. So. Standard Nether Bricks. Und weg. Schon. Wie heißen die Dinger? Flower Pot. Oh, ist auch schön. Dandelion. Standard Flower Pots. Können wir die noch irgendwie verändern? Ein Wrench Block kann man herstellen damit und das war's. Na gut. Ich weiß nicht, ob man diese auch da reinstellen kann. Weil Sunflower sollte gehen. Probieren es aber einfach mal mit einer Thermalini. Wir gleich hier testen eigentlich. Wollen gar nicht losrennen. Ach, schade. Das wäre noch schön, wenn man die Botanierblumen da auch einstellen könnte. Aber wohl nicht. Ach, die Platte machen wir mal weg. Guck. Und das auch. So, dann erstmal wieder ein bisschen aufgeräumt. Und dann müssen wir mal gucken. Noch für Blümchen haben. Ich mache natürlich nicht nur den Blümchen rein, ich will dann auch so einen, ja, Strauch hinstellen sozusagen, nur ein bisschen grünes. Aber dann muss ich erstmal trotzdem jetzt Blümchen für die Töpfe finden. Also Sunflower auf jeden Fall. Brauchen wir aber auch noch. Zwei. Sonst haben wir gar nichts mehr, wa? Dandelion. Ist aber auch gelb. Wie so ein Fern. Naja. Weiß gar nicht mal, ob man hier in die Pötte reinpacken kann. Nimm Daisy. So. Guten Tag. So, zwei Blumentöpfe. Da will ich die Pflanze hinbauen. Mal einen dahin. Die kann doch nicht da rein. Mich verarschen. Kann die da rein? Ja. Na gut. Ich wollte gucken hier. Nee. Da oben drauf kann man auch nicht stellen. Schade. Kommt die noch dahin? So, ein bisschen Blümchen-Power. Machen wir dann hier auf. Machen wir auch da und da. Obwohl, wir haben da so viel Platz. Stellen die mal dahin. Ja, muss ich doch noch eine andere Pflanze suchen, die wir da hinstellen können. Oh.
machen wir da denn? Oder was machen wir da rein? Das war mein Handy, falls ihr das gehört habt überhaupt. Meistens hört man das ja gar nicht, wo ich das so höre. Aber manchmal eben doch. Also sorry, falls ihr das gehört habt. Pioni. Jetzt haben wir noch den Dandelion. Sonst haben wir echt keine anderen Blumen. War doch hier. War nur eine. So, dass es im Wetter gerade so wackelt, dass ich daran, dass da gerade Gravewood abgebaut wird. Und dann sind dann hier drin und ist gleich wieder weg. Und deswegen wackelt das so nervig hin und her. Tja, muss so Dandelion leben. So. Das einzige, wo wir zwei von haben. Boah, sieht auch ein bisschen mickrig aus da drin, wa? Deswegen ist es schade, dass die Botania-Blumen, die sehen besser aus. Dass sie da nicht rein können. Wäre cool gewesen. Dieses Rumgestöhne, wo ist denn das Vieh hier immer? Alter! Da! Na gut, das funktioniert hier drin nicht. Dim, 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 dim. Schock. Machen wir hier ein bisschen Licht rein. Dass hier nicht wieder Viecher spawnen, wie bekloppt. Weil ich eben schon welche gehört habe. Noch ein bisschen Höhlenforschung nebenbei. Auch schön. So. Na. Ja. Was ist denn das? Zinn. Schön, da haben wir noch einen Rouge-Bürger. Vielleicht müssen wir ja irgendwann da schlafen, dann wäre so ein Gestöhne nicht so gerade schön. Hier ist Ende. Na gut. Mach hier die Charts, nehme ich mal mit. Anders jetzt nichts, was wir irgendwie brauchen. Wir haben das so viel. Mit den Mods bauen wir gar nicht mehr, weil wir da schon das alles haben. Didim, didim, didim. Nehmen wir noch das Eisen mit. So. Da haben wir auch noch eine Fackel reingestellt und da. Dann nehmen wir auch mit. Ah. Schön. Glaube ich nur, ich finde auch wieder. Hier hin, jawohl. So, jetzt ist hier hoffentlich Ruhe. Wenn ich auch in Ruhe schlafen kann. Schon mal ganz ordentlich alles. Ach ne, müsste nochmal reingehen. Genau.
Das wollte ich mal. Muss mich nämlich gerade erstmal dran erinnern, was ich tun wollte. Nein! Lass mich mal raus, bitte. Danke. Müssen mal kurz abhauen. Ihr habt gesehen, der Gast kann uns ziemlichen Schaden zufügen. Ach, da doch nicht. Können wir doch von Hand rüber machen. Schade. Wir müssen uns ein bisschen Schutz besorgen. Ich mag den nämlich nicht. So. Ein bisschen langsamer. Aber wir haben mehr Schutz vor diesem Mistviech. Wo ist er denn? So, nicht, der ist jetzt weg. Hallo, Geist? Menu. Der ist echt weg. Warum? Gott, das ist ein riesen Viech da hinten. Oder wirkt der denn nur so riesig? Nee, der ist so riesig. Alter Schwede. Aber unser Geist ist weg. Das ist ja doof. Ach, das muss ich auch mal wieder abbauen. Brauchen wir doch nicht. Wie extra umgezogen für den. Und dann sowas. Frechheit. Wieso verschwindet er denn, statt mich zu bekämpfen? Ja. Na gut. Packen wir alles da rein. So, ja. Wir brauchen wieder Holz. Nehmen wir hier Spruce-Wood. Dann brauchen wir Blätter. Also ein Greatwood Leaf, die kann ich nicht chiseln. Gut, müssen wir die woanders besorgen. Wir haben ja unsere tolle Schere. Hier drinne. Ja. So, das packen wir da rein. Mo, nimm ruhig. Oh gut, Blätter. Ne, die sind nur hier. Mehr zu brauchen. Oh, da das hässlich aussieht, machen wir mal den hier. Damit es mir noch mehr Abholzen führt, weil... Ach. Leaf Zone Ore. Gut. Reicht. Haben wir gleich noch ein bisschen Platz geschaffen. So. Na, obwohl, kann ich auch im Inventar behalten. Wir müssen ja unten die Blümchen nur machen. Pflanzen, nicht Blümchen. Und die machen wir ganz primitiv, wie immer. Nimm das. Setzen einen Block hin. Und da kommt dann halt... Gedöns drumherum. Aber erstmal gucken wir, ob wir die chiseln können. Wir können nämlich Blätter chiseln. Dann seht ihr. Tote Blätter, Fancy Leaves, Pink, Red, White Rose, Christmas Balls und Christmas Lights hätten wir auch machen können. Ich kann das mal kurz zeigen. Hätten wir auch unseren Tannenbaum mitbauen können. Seht ihr? Da so Lichter dran. Aber das wollen wir hier nicht machen.
kein Blatt dafür, für die Rosenblätter. No. Ja, sieht aus wie ein Penis. Was geht nicht anders? So, ziemlich viel gebilderteriges Zeug, aber besser als wenn es wie ein Penis aussieht. So. Die Loks kann ich ja nicht schüsseln. Nein. Dachte ich. So, hier machen wir dasselbe. Mit den roten Rosenblättern. Was dann wieder wie ein Penis aussieht, natürlich. Ja. Rankelt sich das halt da so ein bisschen rum. Jo, lassen wir so. Die machen wir jetzt zu normalen Blättern. Geht das überhaupt? Dass die jetzt die normal? Nee. Offensichtlich nicht. Kann ich die nicht zum normalen Blättern umschüsseln? Zurückschüsseln? Nee. Ist auch lustig. Na, gucken wir uns nochmal die toten Blätter an. Auch schön. Also im Prinzip, man könnte damit einen eigenen Herbstwald sich bauen oder Rosenwald oder hast du nicht gesehen? So, aber ich denke, jetzt reicht's auch mit dem Deko hier drinnen. Falls euch doch noch irgendwas einfällt, was man hier noch dekorieren könnte oder machen sollte, könnt ihr es ja schreiben. Aber ich finde, das ist schon soweit in Ordnung. Da müssen natürlich noch Bücher rein. Da können wir nichts reinpacken. Also bleibt das so. Aber ich finde es schon gar nicht so schlecht. So. Gut. Haben wir die zwei Räume endlich fertig? Dann können wir uns den anderen Räumen dort widmen. Was auch gar nicht so einfach sein wird. Aber erstmal packen wir alles zurück. So, so, so. Ich mag die Tasche. Haben wir schön alles drin. Können das mal rausholen. So, sortieren wir mal. Gut, dann mache ich jetzt hier Schluss. Halbe Stunde ist ja auch schon wieder fast erreicht. 2 Minuten, 28 Minuten. Reicht hin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder.